So Dreck wird verlost. Verlosen, verlost. Okay, ich gehe jetzt rein. Ist irgendwie sehr trüb heute, deswegen trüb, deswegen Laune ist irgendwie niedergeschlagen. Aber egal. Bleibend nach dem Regen, wiederum soll ich. Das gefällt mir nicht mehr beklommen. Toll. Also, das Gemüt ist wetterbedingt. Meines zumindest. Stimmt, mal so nachdenken. Wow. Das ist Hammer. Das ist echt krass. Okay. Und das ist geil. Ich glaube, genug für Shazam wird es gefunden werden. Also heute. Sehr seltsames Geräusch. Echt, ich habe noch nie gehört. Ich habe nichts. Okay, ich esse deswegen. Es klingt ein bisschen verzerrt. Okay. Sehr toll. Sehr krass. Ich, der Schlaukopf, der während eines Gewitters steht oder hat sich unter einen Baum untergestellt. Sehr schlau. Na, hoffentlich wird es nicht. Ich habe keine Ahnung, was geht da vor sich, aber überall Polizei heute in der Stadt ist. Ja, regnet es. Ja, so. Etwas Seltsames passiert mit dem Wetter, aber da ist es. Oh wow, da regnet es scheinbar und da ist Sonne. Also es ist halt Sonne. Aber sehr schön. Schön. Sehr schön. Schön ist eigentlich auch ein beschissenes Wort und klingt sehr gut. Aber ich sage schön. 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 Ja. Ja. Schön. Mein Gott, es ist leibend. Es ist wunderschön. Wunderschön. Unaussprechlich. Unbeschreiblich. Erlebenswert. Erlebenswert. Echt.
So, ich kann nicht verstehen, wo ist die Zeit heute. Ja. Also, ich bin blöd. Ja, wo ist die Zeit heute hin? Wieso so schnell konnte die Zeit vergehen? Kann ich nicht begreifen. Mein Gott. Es ist schon 9 Uhr. Und es ist noch nicht dunkel. Die Sonne ist sogar nicht untergegangen. Toll. Also, ich habe nicht verstanden, wie ich heute meine Zeit verbracht habe. Ich habe jetzt solches Gefühl, als ob ich meine Zeit vergeigt habe. Zeit wäre scheiße. Aber wiederum, ich habe es analysiert und ich habe verstanden, dass ich nur daran schuld bin. Ja, leider. Es ist heute unglaublich heiß. 29 Grad, das ist einerseits unerträglich, aber jenseits sehr leibend. Oh, LT. Litauen. Das ist die Treppe hier auf und du siehst das Verbindungslicht und ja, du weißt, wo du hingehst. Das ist genau, was Sommerfest heißt. So. Weiß ich nicht, also es wurde geschrieben, dass es um 3 Uhr anfangen sollte. Es ist schon 3:30. Ja, bin ein bisschen verspätet angekommen, aber trotzdem, hier ist wirklich ein bisschen lahm. Das weiß ich nicht, ob das überhaupt Sinn ohne jetzt hier zu bleiben. Und ich glaube, dass ich fahre heute erst zu 11 Uhr. Lena, ich und Holen und so weiter, weil da die Umgebung ist viel angenehmer. Und ja, scheinbar morgen kann ich an meiner Abend gar nicht zurückkehren, wenn ich möchte. Aber so, es ist heute 32 Grad, unglaublich. Deswegen habe ich mich umgekleidet, habe heute Steuer gehabt. So sehe ich aus. Und dann auf der Party wird es irgendeiner, aber weiß ich nicht, bin ich mehr. Ich habe das Getränk ausgegeben. Okay, weiß ich nicht. Insgesamt schon. So ist also angefangen. Hier so ein Blatt rausgesucht und den Blatt genommen und habe hier halt gelesen. Controlling. Ich hab mir überlegt, ist eigentlich egal, wo ich hier lese, entweder da oder hier. Bin beinahe jeden Tag bei der Elbe und gefällt es mir da sehr. Aber hier zumindest. Ich hoffe, dass ich kann da auch was. Das ist raus. Wie gesagt, wir haben Evo 5, vielen Dank, dass ihr wieder dieses Jahr dabei seid, wenn ihr uns Getränke waren. Getränke. Weiß ich nicht, ich brauche keine Getränke eigentlich. Ich habe hier Feng Shui gesehen, überlegt. Aber ich habe nicht angesprochen, okay. Oder der sitzt da, weiß ich nicht. Sehen wir es uns an, auf jeden Fall. Es ist jetzt. Wie spät? So gegen 10 Uhr. Und wir haben uns verabschiedet. Und die Party da verlaufen. Eigentlich war es in Ordnung. Ich habe überhaupt nicht gewusst, dass es da sozusagen auch Erasmus-Treffen gibt oder Zusammenkunft. Und also habe ich mich ihnen angeschlossen. Und da habe ich bis 7 mit ihnen gewesen, dann habe ich irgendwelche Deutschen getroffen und wir haben rumgehängt. Eigentlich verstehe ich überhaupt nicht,
wieso schnell die Zeit vergangen ist. Aber es war gut, ich habe mit ihnen gesprochen. Ja, gar nichts Neues. Nichts Neues. Oder doch, etliche Wörter waren neu. Und jetzt diese Wörter auch zu zählen, ist eigentlich viel anstrengend für mich. Aber okay, mache ich später. Jetzt mache ich heute. Ja, und ich habe bemerkt, dass ich auch T und H, H, nein, H spreche ich gut aus. Aber ich, zum Beispiel, wie ich es schon damals gesagt habe, ich und echt, ich, solche beschissene ich, als ob du lächst, ich, echt, gleich. Immer K und T. Apotheke. Das weiß ich. Nein. Das erste, was mir eingefallen ist, ist. Also auf jeden Fall toll. Oder toll.